Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute freue ich mich wirklich ganz besonders, denn ich sitze hier im neuen Hyundai Ioniq 5. Und diesem neuen Ioniq, der hat ja nichts mehr mit dem alten zu tun. Diesem neuen Ioniq 5, dem wird ja irgendwie nachgesagt, es wäre so das Wunder-Elektroauto. Ja, und wenn man hier einsteigt, dann ist es wirklich so, man betritt irgendwie eine ganz andere Designwelt. Also ich bin ja zuletzt den Mercedes gefahren, den EQA 250. Und wenn ich jetzt das mit diesem hier vergleiche, dann ist das schon recht langweilig gewesen im Mercedes. Und hier ist es wirklich extrem besonders. Also wir haben hier so ein Design, das ist so Braun-Design der 80er meets Hightech der 2020er. Also es ist wirklich faszinierend. Wir haben hier ein riesen Display-Panel mit zwei 12,25 Zoll Displays in Weiß. Man kann sie auch auf Schwarz umstellen, aber das passt dann irgendwie nicht mehr zum weißen Rahmen. Deswegen lasse ich es jetzt mal in Weiß. Und ja, ich bin heute total gespannt, wie sich der Ioniq 5 auf meiner Reichweitenstrecke schlägt. Denn heute geht es mir natürlich um die Reichweite. Wie viel verbraucht er? Wie weit kommt er? Und wie schlägt er sich bei so einem Wetter wie heute? Denn wir haben wieder, Achtung, wieder typisches Rainmaker-Wetter. Es gießt in Strömen. Und ja, da schicke ich ihn wieder auf die Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. 130 Kilometer bei Tempo 130. Ich bin total gespannt und deswegen bleibt dran. So, dann wollen wir mal gucken, ob der Kofferraum auch für einen Hund geeignet ist. Meiler, komm mal her. Er sieht ja sehr geräumig aus, er fällt aber sehr schräg ab. Aber doch, die Größe, mein 531 Liter soll das sein, eignet sich auch gut als Regenschutz gerade. Und hier unten drunter haben wir leider kaum noch Stauraum. Aber, weil da ist nämlich eine Bose Soundbox drin, sonst wäre hier noch ein bisschen was. Aber die Ladekante ist ziemlich eben. So, wollen wir mal gucken, ob wir den Hund reinkriegen. Ich mache jetzt mal zu. Meiler, Kopf weg. Lebt der Hund noch? Ja, und wie war's? War gut? Ja, super. Ja, als der Ioniq 5 das erste Mal auf irgendeiner Autoshow gezeigt wurde, da haben alle gesagt, Mann, was ist das ein geiles Auto. Hoffentlich kommt der so ähnlich auf die Straße. Und jetzt hat Hyundai es tatsächlich rausgebracht. Sie haben diesen Ioniq 5 fast genauso auf die Straße gebracht, wie er da als Studio stand. Und das ist wirklich relativ abgefahren. Also ein Design haben die verwendet, das sieht man wirklich eigentlich nirgends. Der Wagen ist relativ kantig, kastig, quadratische Formen, ganz scharfe Linienzeichnung, hat so pixelartige Scheinwerfer und auch hinten die Rücklichter sind alle so in Pixelform, quadratische kleine LEDs. Das ist extrem liebevoll, extrem anders als alle anderen Autos und auch vom Innenraum hier. Ich meine, der Innenraum ist total puristisch eigentlich. Wir haben hier gar keine richtige Mittelkonsole, sondern eigentlich nur so eine mega Armlehne mit so einem Mittelfach, die ich auch noch verschieben kann. Aber das sind alles so Details, die habt ihr sicherlich auch schon in anderen Videos gesehen. Aber sonst so dieses Design hier vom Armaturenbrett, das ist so 80er Braun-Design irgendwie. Mit diesen horizontalen Linien und diesen weißen Doppeldisplays, 12,25 Zoll groß. Das ist alles ziemlich fantastisch. Und die haben sich so viele liebevolle Details hier ausgedacht. Also allein schon, dass man die Mittelkonsole verschieben kann. Dass man so Ambient-Geräusche sich beim Laden zum Beispiel einspielen lassen kann. Zum Beispiel Wald, Meeresrauschen, Regen. Gut, Regen brauche ich mir nicht einspielen lassen, habe ich selber draußen. Dass man die Sitze in eine Liegeposition fahren kann. Wenn man lädt, dann kann man sich hier entspannen mit zum Beispiel Vogelgeräuschen. Und dann schläft man eine Runde. Wobei, ich glaube, einschlafen, das wird nichts, weil der Wagen soll unheimlich schnell laden. Denn er hat modernste 800-Volt-Technologie an Bord. Also Porsche Taycan-Niveau, sage ich mal.
Ja, das haben die anderen deutschen Autohersteller irgendwie bis jetzt nicht geschafft. Die haben es entweder verpennt oder sie sehen es nicht so für notwendig, dass der Wagen möglichst schnell laden kann. Das teste ich natürlich später noch, da nehme ich noch eine Ladekurve auf, wenn wir hier die Reichweitenstrecke gefahren sind. Ja, und auch sonst, ich kann von hier die Rücksitze nach vorne fahren, also quasi vom Beifahrersitz gibt es so Tasten, da kann ich die vor- und zurückfahren, um den Kofferraum zu vergrößern. Man kann die Rücksitzlehne, das ist sehr ungewöhnlich, auch noch kippen für die Fondpassagiere. Also hier ist eine Steckdose drin in der Rücksitzbank mit 3,6 kW Leistung. Es gibt auch noch einen Steckdosenadapter für den Typ-2-Anschluss draußen, auch mit 3,6 kW Leistung. Ja, also Details, der reine Wahnsinn. Aber so ein Elektroauto, wie gesagt, das muss ja nicht nur fahren, das muss auch navigieren, das muss auch Routen planen und das muss auch Ladestopps planen. Und das probiere ich jetzt mal aus, ob eigentlich der Hyundai da so ein bisschen in die Nähe kommt, was der Mercedes EQA nämlich schon konnte. Das heißt, ich gehe mal aufs Navi, auf die Map. Sprechen Sie einen Befehl. Navigiere mich nach München. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. Die Akkuladung reicht nicht bis zum Ziel. Ladestation suchen. Routenführung wird gestartet. So, jetzt habe ich das, was ich eigentlich immer habe, nämlich eine Liste von Ladestationen entlang der Route. Da haben wir wieder das Problem. Es werden mir zwar Ladestationen vorgeschlagen, aber das sind im Prinzip alle von 11 kW bis 350 kW. Und das sind so viele natürlich entlang der Route, dass ich muss mir jetzt quasi selber aus Apps oder wie auch immer muss ich mir raussuchen oder noch schlimmer während der Fahrt, was ich überhaupt nicht machen kann, wenn ich alleine hier am Steuer sitze, während der Fahrt mir Ladestopps raussuchen. Das ist ein Kritikpunkt und da muss ich Hyundai wirklich sagen, da müsst ihr nachbessern. Das Auto an sich, so viel ihr da an liebevollen Details reingepackt habt, aber eine vernünftige automatische Routenplanung mit Ladestopps für so ein Navi beim Elektroauto 2021, ich meine, das muss man einfach haben, Leute. So, es kann losgehen. Wir sind startbereit. Wir haben jetzt noch genau 310 Kilometer Restreichweite, 86% ist im Akku und alle Trips sind zurückgesetzt. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt auf D drehen hier mit dem Drehschalter und dann kann es losgehen. Ja, im Inneren hört man wieder das typische Ioniq-Fahrgeräusch, aber nur ganz, ganz leise. Das geht auch nur bis 30 km/h, dann ist es verschwunden. Das kenne ich schon vom alten Ioniq, da haben sie irgendwie gar nichts dran geändert. Ein bisschen vertrautes Gefühl, finde ich. Ja, wir haben hier so viele Details in dem Auto, das kann man in so einem Video hier gar nicht alles unterbringen. Alleine schon diese Videoeinblendung, wenn ich den Blinker setze, damit ich den toten Winkel besser im Auge habe, das ist schon was ganz anderes. Ich habe hier nämlich nicht nur einen Außenspiegel, ich habe auch eine Kamera. Und die schaltet sich immer dann zu, wenn ich den Blinker betätige. Richtig klasse. Ja, und rekuperieren kann der Ioniq 5 natürlich auch. Ich habe sogar, glaube ich, 3 Stufen. Jetzt habe ich auf Level 3, da habe ich hier so Schaltpedals am Lenkrad. Und ich kann auch auf iPedal stellen. Dann habe ich im Prinzip die stärkste Rekuperationsstufe und richtig One-Pedal-Driving. Und wenn ich loslasse, dann bremst er bis zum Stillstand. Ja, und endlich mal ein Elektroauto, was wieder eine vernünftige Beschleunigung hat hier. Diese Ausstattung, die ich fahre, das ist die Ioniq-Ausstattung. Die hat 225 kW Leistung und da sind 305 PS und der beschleunigt hier in 5,2 Sekunden von 0 auf 100. Ja, und bei bestem Rainmaker-Wetter geht es jetzt gleich wieder auf die Autobahn und dann geht es gleich weiter mit Tempo 130. Trotz des prasselnden Wetters ist das hier bei 120 Grad sowas von leise hier auf der Autobahn. Ich weiß gar nicht, fahre ich überhaupt 120? Ja, tatsächlich. Also man hört so gut wie keine Windgeräusche. Auch der Außenspiegel, der doch relativ groß ist, verursacht zumindest akustisch jetzt keine Verwirbelung. Auch von der Motorhaube kommt kaum was. Wir haben jetzt auch kein Sonnendach, sondern ein Stahldach. Also
Das ist wirklich gerade eins der leisesten Elektroautos, die ich bis jetzt gefahren bin. So, freigegeben ab jetzt 130 und was mir jetzt auffällt, ist bei dem Regen zum Beispiel die Heckscheibe hinten. Die hat ja keinen Scheibenwischer und das ist ja so eine Schräghecklimousine. Und eigentlich sollte durch diesen Dachspoiler oben und durch die aerodynamische Windführung die Scheibe freigepustet werden. Das wird sie aber leider nicht. Also ich kann hinten durch die Heckscheibe so gut wie nichts sehen. Auch bei Tempo 130 und diesem Regen ist der Wagen wirklich extrem leise. Also ich kann mich nur wundern, wie leise der Wagen ist. Und der hat 20 Zöller, also selbst die Reifengeräusche sind sehr, sehr gering. Ganz klasse. Und übrigens ganz toll hier, wenn ich auf die EV-Taste drücke, hier im rechten Display, dann habe ich hier so eine Distanzstraße, Strecke, wo ich mein Auto sehe am Anfang und am Ende die Reichweite. Und es wird mir sozusagen die nächste Ladestation angezeigt, die auf meiner Strecke liegt. Hier in diesem Fall irgendwie Stadtwerke in ein paar Kilometer Entfernung. Und wenn ich dann da drauf tippe, dann navigiert es mich dahin. Also das ist doch mal eine richtig coole Sache. Das sollte eigentlich jedes Auto haben. Finde ich richtig klasse. Und ich habe ja nicht mal das Navi an. Ja, auch das Hauptdisplay hier, das hat wirklich alle Informationen, die man so haben möchte als Elektroautofahrer. Ich habe hier eine Prozentanzeige, ich habe hier eine Reichweitenanzeige, ich sehe hier, wie viel Leistung ich gerade aufnehme, wie viel ich rekuperiere. Das ist, alles ist so schön grafisch aufbereitet mit so einer Art Rennstrecke, mit so zwei Tribünen. Das sieht richtig liebevoll aus, also mir gefällt es total. Ja, auch die Assistenzen hier, die man hier hat, die sind wirklich klasse, funktionieren reibungslos. Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, das klappt also wirklich total einfach. Und vor allem das Bedienpanel hier auf dem Lenkrad ist recht intuitiv. Symbole sind klar zu erkennen, es gibt richtige Tasten und Schaltwippen. Also ich habe hier im Prinzip keine Einweisung gebraucht. Ich wusste sofort, wo ich drücken musste und das, wo ich ja nun gar kein Hyundai-Fahrer bin. Also das haben sie wirklich gut hingekriegt. Da habe ich auch schon ganz andere Lenkräder gesehen. Überhaupt ist diese Form dieses Lenkrades so ein bisschen witzig. Also unten abgeflacht, klar, aber auch die Prallplatte hier, die ist mit so einem Stoff bezogen. Auch das Hyundai-Logo fehlt hier. Sieht jetzt so ein bisschen nackt aus, als wäre da irgendwas abgefallen, weil man das ja so gewohnt ist, dass normalerweise das Herstellerlogo hier auf dem Lenkrad prangt. Ist aber nicht. Ja, da kann man sich dran gewöhnen, würde ich sagen. Auch schön griffig. Die Form ist schön, fasst sich gut an. Es ist auch von der Größe her genau richtig, nicht zu klein, nicht zu groß. Also ja, macht Spaß damit zu fahren und damit zu lenken vor allem. Ja, und nach 40 Kilometer kleiner Zwischenstand, das Wetter fordert echt seinen Tribut. Wir sind jetzt bei 24 Kilowattstunden auf 100. Das ist jetzt nicht mehr besonders sparsam, aber ich meine, ihr seht es ja auch, wie es ist. Nur wenn ich mir jetzt mal den Enyaq vorstelle, der ja eigentlich auch ein bisschen größer ist hier. Der lag da leicht drunter bei diesem Wetter. Das Wetter ist ja fast das gleiche, genauso beschissen. Aber dadurch ist es immerhin vergleichbar. Ja, hier funktioniert einfach alles irgendwie. Ne? Man kommt auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung und dann wird nicht schlagartig am Schild die Geschwindigkeit automatisch gesenkt,
sondern erst wenn ich das Schild erreiche, fängt er an, die Geschwindigkeit langsam zu drosseln. Also so wie ich das jetzt persönlich auch machen würde, wenn ich selber fahre. Also ja, da haben sie einfach mitgedacht hier. Ja, nach 60 Kilometern liegen wir bei 24,6 Kilowattstunden. Das ist ein bisschen viel, also mehr als ich erwartet habe. Viel mehr als ich erwartet habe, muss ich zugeben. Da liegen wir doch momentan über dem Niveau von Skoda, von ID4 und erst recht vom EQA. Jetzt fahren wir dann gleich zurück. Da vorne ist die Ausfahrt Bremerhaven und dann mache ich die Wende und mal sehen, ob wir auf der Rückfahrt, wenn wir keinen Gegenwind mehr haben, ob es da ein bisschen besser wird. Ja, 64,7 Kilometer unterwegs und 23,7 Kilowattstunden auf 100 der Durchschnittsverbrauch. Tja, Wetter ist beschissen, habt ihr gesehen, es regnet wieder mal. Aber der Durchschnittsverbrauch ist doch viel höher, als ich erwartet habe. Da ist dieser neue Ioniq natürlich nicht mehr so effizient wie der alte, ganz klar. Sieht auch ganz anders aus, hat auch eine sehr hohe Stirnfläche. Ja, ich bin gespannt. Wir hatten jetzt ein bisschen Gegenwind und mal gucken, wie es jetzt auf der Rückfahrt wird. Ich denke ja, dass es da noch ein bisschen runtergeht. So, wir sind auf der Rücktour. Das Witzige ist, hier kann man sich im Innenraum so Naturgeräusche abspielen lassen. Wenn ich mal auf Media drücke, dann habe ich hier sowas wie lebendiger Wald oder Meeresrauschen. Oder ich meine, passend zu heute Regentag. Naja, aber vielleicht ist das ja der Trend. Es gibt keine Natur mehr und man holt sich einfach die Konserve dann ins Auto. Fährt durch die Betonwüste. Ja, und der Ioniq, der geht echt gut ab, ne? Also 5,2 Sekunden, das ist schon eine Ansage. Das ist ungefähr so schnell wie mein Tesla. Und endlich hat er auch nicht nur 160 km/h Höchstgeschwindigkeit, sondern der hier fährt 185. Ich finde das auch völlig angemessen. Muss man ja nicht ständig fahren. Aber man hat wenigstens mal die Chance, wenn man mal zügig vorankommen will, für eine kurze Zeit mal ein bisschen Stoff zu geben. Also das passt hier schon zu dem Auto, finde ich. Jetzt noch 210 Kilometer Restreichweite bei 85 Kilometern gefahren. Das heißt, wir haben eine Differenz hier von 15 Kilometern von der Reichweitenanzeige nach dieser Strecke. Die ist ja berechnet und die Berechnung ist hier auch wieder genauso ähnlich wie beim EQA auch sehr exakt. Also da kann man sich einigermaßen drauf verlassen. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja, und dieser Blinkassistent, nenne ich es mal, der ist auch ziemlich interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Normalerweise kann man ja blinken, da rastet man den Schalter ein und dann blinkt er so lange, bis man wieder zurückrastet. Aber man kann natürlich auch bei jedem Auto einmal kurz tippen. In der Regel blinkt er dann dreimal, meistens ist es dreimal bei fast jedem Auto, was ich bisher gefahren habe. Hier jedoch, wenn ich dann einmal tippe und dann die Spur wechsle, dann blinkt er so lange, bis ich wirklich wieder mittig auf der Spur bin. Das ist dann egal, wie lange es dauert. Da blinkt er auch 15 Mal oder 20 Mal. Das ist wirklich erstmal sehr irritierend. Ich dachte irgendwie, ich habe den Blinker eingerastet und habe ihn wieder zurückgerastet. Dabei habe ich dann plötzlich nach links geblinkt, obwohl ich rechts abgebogen bin. Also ja, habe mich erstmal ein bisschen erschrocken. Aber jetzt habe ich es raus. Das heißt, ich muss eigentlich nur wieder richtig auf der Spur sein und höre da automatisch auf.
Ja, interessant. Und im Augmented Head-Up Display, da sehe ich auch die Pfeile. Und wenn er die Spur wieder hat, gibt es den Pfeil nach vorne, also geradeaus. Das signalisiert es dann auch schön und schwupps hört der Blinker auf zu blinken. Ja, habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Ich zeige euch das mal. Ich fahre jetzt mal kurz auf die rechte Spur. Einmal kurz tippen. Langsam rüberziehen. Er blinkt und blinkt und blinkt. Blinkt immer noch. Jetzt bin ich mittig auf der Spur und er hat aufgehört zu blinken. Bei 120 Kilometern sind wir bei 23,2 Kilowattstunden. Das ist noch akzeptabel, finde ich, gerade bei diesem beschissenen Wetter, was wir heute mal wieder hatten. Liegt ein bisschen über den Werten von ID.4 und von Skoda Enyaq und auch vom EQA. Aber gut, so ist es halt. Hyundai hat mit dem Ioniq hier nicht wieder so ein effizientes Auto hingekriegt wie der ganz alte Ioniq. Das war aber auch klar. Ich meine, der Wagen ist viel größer. Es ist ja eigentlich von der Höhe und von der Größe her mehr sowas wie ein SUV, der allerdings in der Form einer Schräghecklimousine quasi daherkommt. Kompakte Schräghecklimousine, aber eben größer eines SUV. Und damit sind wir auch gleich wieder an meiner Ausfahrt. Wir fahren hier wieder von der Autobahn runter und dann gucken wir mal, wenn wir zu Hause angekommen sind, wo wir dann am Ende gelandet sind. Ja, wir sind wieder angekommen und zwar mit 129,5 Kilometern. Das ist ja auch bei jedem Auto irgendwie so leicht anders. Einen Durchschnittsverbrauch hatten wir jetzt auf dieser Strecke von 22,4 Kilowattstunden. Dieser Wert ist eigentlich gar nicht schlecht. Der Enyaq bei ähnlichem Wetter und auch ähnlichen Temperaturen, wir haben jetzt zum Beispiel 15 Grad, der lag nur geringfügig drunter. Das waren, glaube ich, 21,9, wenn ich mich nicht irre. EQA und ID.4, die lagen deutlich drunter. Da war aber auch das Wetter viel besser, die Temperatur viel höher. Wir hatten keinen Regen, sondern Idealbedingungen. Das hatten wir hier nicht, sondern das war schon so ein bisschen Worst-Case-Szenario. Und dafür ist dieser Wert 22,4 echt gut. Klar, so effizient wie der alte Ioniq ist er nicht, ist aber auch ja ein ganz anderes Auto. Aber der Verbrauch ist ja natürlich nur die halbe Miete. Jetzt haben wir noch 160 Kilometer Restreichweite und 45% im Akku. Gestartet sind wir von 86%, haben also knapp 41% jetzt verfahren. Und ja, da muss ich noch runter, unter 10%, denn ich will natürlich eine Ladekurve aufnehmen, um mal zu gucken, ob diese 800 Volt Technik hier bei dem Ioniq 5 wirklich diesen Mega-Ladespeed gibt. Er soll ja von 20 bis 80 in 18 Minuten kommen. Ja, das würde ich natürlich ausprobieren. Deswegen Wagen leer fahren und dann an Schnelllader. Also gleich geht's weiter. Ja, habt ihr diese Ladekurve gesehen? In 25 Minuten von 8% auf 90%, das ist der Wahnsinn. Also 25 Minuten und dann wieder 300 Kilometer fahren fast.
Also das habe ich hier wirklich noch bei keinem Auto erlebt. Das kann vielleicht der Porsche Taycan, aber sonst noch keiner. Ja, da müssen sich die deutschen Hersteller mal ein bisschen anstrengen. Da muss man jetzt mithalten, ne? Der IONIQ 5 hat mir überhaupt ziemlich gut gefallen. Also der Wagen ist natürlich anders als alle anderen Autos. Vom Design her natürlich vorne dieses kantige, pixelige, quadratische, eckige. Das ist anders, das ist nicht so rund, das ist natürlich nicht so gefällig. Da eckt man eventuell an. Auch hier im Innenraum ist es auf den ersten Blick total puristisch. Aber es wirkt auch nicht so wahnsinnig hochwertig, muss ich sagen. Es wirkt jetzt nicht billig, auf gar keinen Fall. Aber es ist zum Beispiel ganz anders als zum Beispiel im EQA. Da hatte man irgendwie das Gefühl, man steigt in einen ja, sehr, sehr hochwertigen Wagen. Hier ist es halt sehr nüchtern und damit muss man eben auch zurechtkommen, weil der Wagen kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Also der hier, das ist die Unique-Ausstattung. Der hat im Prinzip alles, der Wagen, bis auf das Sonnendach bzw. das Solardach. Und der kostet abzüglich Förderung schon so um die 53.000 Euro. Das ist für so ein Hyundai verdammt viel Geld, finde ich. Und obwohl er ja in der Größenklasse vom ID.4 oder Skoda Enyaq oder Audi Q4 oder eben auch EQA wildert hier, ist es eigentlich ein relativ stolzer Preis. Aber er bietet auch unheimlich viel. Die haben sich hier bei Hyundai wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wie man einem Elektroautofahrer das Leben so angenehm wie möglich macht. Die Liegesitze, dann diese Ambientbeschallung mit Vogelgezwitscher oder Meeresrauschen. Da kann man sich die Ladepause echt gut gehen lassen, wenn sie auch nur 20 Minuten dauert. Also viel Zeit zum Schlafen hat man dann nicht. Aber es gibt auch ein paar Kritikpunkte, nämlich das Navigationssystem. Das haben ja sowieso fast alle Autos noch, dass es keine vernünftige Ladeplanung hat. Also es zeigt zwar Ladestationen an, aber auf einer Langstrecke, da muss man die sich mühsam von Hand zusammensuchen. Und natürlich ist das ein Auto für die Langstrecke. Bei der schnellen Ladeleistung, bei der großen Reichweite, bei dem großen Akku, da fährt man damit natürlich Langstrecke, völlig klar. Und da muss so ein Navi einem im Prinzip die Ladeplanung abnehmen. Ob sie dazu keine Lust hatten, ob es ihnen zu teuer war oder ob sie nur nicht drüber nachgedacht haben bei Hyundai, ich weiß es nicht. Aber vielleicht lässt sich das Over-the-Air per Software-Update irgendwann demnächst ja noch nachrüsten. Das wäre richtig klasse. Wenn das noch kommt, dann gibt es hier, was die Software und das Ladeplan angeht, überhaupt nichts auszusetzen. Ansonsten habe ich noch Kritikpunkte an dem fehlenden Heckscheibenwischer. Bei dem Wetter von heute, da ist die Heckscheibe in 0, nichts so dreckig und so nass, dass man fast nichts mehr sieht durch den Rückspiegel. Die Heckscheibenheizung bringt da auch nichts. Dann war bei diesem Auto komischerweise das Head-Up-Display für mich schwer ablesbar. Ich musste mal den Kopf so ein bisschen nach oben heben, weil es sonst irgendwie so abgeschnitten war. Das ist entweder falsch eingestellt oder es ist irgendwie ein Konstruktionsfehler. Kann ich mir nicht vorstellen. Muss falsch eingestellt sein. Jo, also ich könnte mich an den Wagen gewöhnen. Wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen teuer. Aber ansonsten, geiles Auto. Macht euch mal selbst ein Bild. Fahrt ihn Probe, wenn ihr könnt. Ein paar von euch haben ihn sicher vielleicht schon vorbestellt. Dann freut euch drauf, ihr bekommt hier ein klasse Auto. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.